Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, unsere Top 3 BIM-Mathe-Reihe geht weiter und heute nehmen wir uns die drei besten BMW-Sportcoupés für Enthusiasten vor. Wenn ihr wissen wollt, welche BMW-Fahrzeuge in den kommenden Jahren einen extremen Wertzuwachs bekommen werden, dann schaut euch das Video bis zum Ende an. Doch bevor wir anfangen, noch einmal eine kurze Werbung in eigener Sache. Wie ihr sicherlich bereits gemerkt habt, erscheinen seit Anfang August wöchentlich aufwendige und interessante Videos für euch auf unserem Kanal. Möglich macht das unser neuer Partner autodoc.de. Wenn ihr weiterhin so viele Videos sehen und vor allem diesen Kanal erhalten und unterstützen wollt, dann klickt doch einfach den Link in der Videobeschreibung an und schaut euch bei unserem Partner um. Mit jedem Einkauf über diesen Link tragt ihr dazu bei, dass immer mehr Videos und Projekte realisiert werden können und spart dabei auch noch bis zu 23% beim Kauf eurer neuen Autoteile. Wir zählen auf euren Support. Also Freunde, los geht's! Los geht's mit dem BMW E36 Z3 Coupé, der günstigste, ungewöhnlichste und umstrittenste in unserer Liste. Das Z3 Coupé kam September 1998 auf den Markt und teilte die BMW-Enthusiasten in zwei Lager auf. Die einen mochten und die anderen hassten ihn. Grund dafür war sein außergewöhnliches Außendesign. Der Z3 wurde vom BMW zwar als Coupé vermarktet, jedoch orientierte sich das Design des Z3 an Shooting-Brake-Fahrzeugen der 50er und 60er Jahre. Recht schnell bekam der Z3 den negativ gemeinten Spitznamen Turnschuh, da er von der Seite tatsächlich an einen Turnschuh erinnert. Anders als der Roadster bietet das Z3 Coupé einen beachtlichen und praktikablen Kofferraum. So bietet das Z3 Coupé vielseitige Möglichkeiten, Einkäufe, Taschen und Koffer unterzubringen. Wenn man also mit der Freundin für ein Wochenende wegfahren will, hat man hier definitiv weniger Sorgen als beim Roadster. Das Fahrgefühl im Z3 Coupé ist wirklich einzigartig. Man sitzt quasi direkt vor der Hinterachse, also ziemlich weit hinten. Zusammen mit der extrem langen Front und der genialen Rundumsicht bietet der Z3 ein absolut einmaliges Fahrerlebnis. In Sachen Tuning bietet das Z3 Coupé eine geniale Basis. Die überdurchschnittlich weiten Radkästen erlauben extrem breite Radreifenkombinationen. Die flache Dach- und Karosserielinie unterstreichen bei perfekter Tiefe die Proportion des Fahrzeugs und vermitteln enorme Sportlichkeit. Mit dem Z3 Coupé kann man also auf die provokanteste Art mit seinem Tuning herausstechen. In der Kategorie Infotainment kann man vom Z3 Coupé nicht wirklich viel erwarten. Bluetooth, AUX und USB-Schnittstellen kennt das Z3 Coupé nicht. Ein Navigationssystem kann man heutzutage nur noch durch ein Smartphone in Verbindung mit einem guten Zubehörradio nachrüsten. Mehr ist leider nicht drin. Unsere Empfehlung für das Z3 Coupé ist das Z3 2.8i Coupé. Dieser wurde von September 1998 bis Juni 2000 gebaut und bietet mit seinem wartungsarmen, zuverlässigen, ausgereiften und technisch überarbeiteten 2,8 Liter Reihensechszylinder, 193 PS und 280 Newtonmeter Drehmoment. Die Spanne für gute Modelle liegen bei 14.000 bis 32.000. Hier noch einmal alle Daten im Überblick. Bevor es weitergeht, eine kurze Frage an euch. Wie findet ihr eigentlich das Z3 Coupé? Wäre es was für euch? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Wir sind gespannt, wie ihr euch entscheidet. Weiter geht's mit der Nummer 2, BMW E86 Z4 Coupé. Tja, wer hätte es gedacht, ein weiterer Z und ein weiteres Coupé. Nachdem das Z3 Coupé mehr oder weniger gefloppt war, beschloss BMW es noch einmal mit einem echten Sportcoupé zu versuchen und brachte im März 2006 das Z4 Coupé auf den Markt. Anders als bei seinem Vorgänger setzte BMW in Sachen Design auf eine echte Coupé-Linie und verzichtete somit auf die zwei großen Heckfenster wie beim Vorgänger. Der Z4 hat aufgrund des flach abfallenden Hecks nicht so viel Kofferraumvolumen wie sein Vorgänger, jedoch bekommt man immerhin 6 12er Wasserkästen oder 4 24er Pilsener Kästen in den Kofferraum. Man kann also auch zur Saison mit dem Coupé alltägliche Aufgaben erledigen, ohne dass man groß auf etwas verzichten müsste. Tuningtechnisch wartet das Z4 Coupé mit genialen Looks auf. Der Z4 sieht mit einer perfekten Tiefe und den nötigen Felgen aus jedem Winkel überragend aus. Besonders mit carbonschwarzem Lack in Verbindung mit den genialen LED-Rückleuchten bekommt man schnell das Gefühl, ein getuntes Batmobil vor sich stehen zu haben. Infotainment. Hier kann der Z4 immerhin mit einem alten Navigationssystem dienen. Die Bedienung und der Stand der Technik sind schon damals veraltet gewesen, aber immerhin hat man die Option, sich ein Z4 Coupé mit Navi, Freisprecheinrichtung und heute noch gut klingendem Soundsystem zu suchen.
Unsere Empfehlung für das Z4 Coupé. Man sollte am besten Ausschau nach einem Z4 M Coupé halten. Mit seinem 3,2 Liter Motorsport Reihensechszylinder leistet das M Coupé ganze 343 PS und 365 Newtonmeter Drehmoment. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 braucht der Z4 exakt 5 Sekunden. Die Preise für ein gutes Z4 M Coupé liegen zwischen 30 und 58.000. Weiter geht's mit dem BMW E82 1er M Coupé. Der erste seiner Art und auch der erste, der mit seiner Nomenklatur aus der Reihe tanzte. Mit dem 1er M Coupé fand BMW kurzzeitig den Weg zurück zu traditionellen Wurzeln. Kleines Auto, großer Motor, extreme Leistung. Zu Zeiten von M3 mit V8 Motoren schloss der 1er M Coupé die Lücke, die der E46 M3 mit seinem Produktionsende hinterließ. Die Nachfrage nach einem echten, kompakten und agilen M Coupé war so groß, dass BMW auf die Kundenwünsche hörte und das Fahrzeug im Mai 2011 auf den Markt brachte. Anders als die Z-Modelle in dieser Liste ist das 1er M Coupé das alltagstauglichste Fahrzeug von allen. Vollwertige Rücksitze, einen ausreichenden Kofferraum und mehr als akzeptable Platzverhältnisse im Innenraum. Auch die Technik, wie zum Beispiel das Leichtbaufahrwerk, die Bremsanlage, die Felgen, die mechanische Differentialsperre, die bis zu 100% sperren kann und die vorteilhafte Spurweite sorgen zusammen mit dem 3 Liter großen Twin Power Turbomotor für ein brachiales Fahrerlebnis. Wenn man Wert auf Tuning legt, kann man sich sicher sein, dass man mit dem 1er M Coupé nicht viel falsch machen kann. Theoretisch müsste man nur die Höhe des Fahrzeugs anpassen und schon ist man fertig. Wer es aber noch individueller mag, kann Carbonelemente und andere Felgen aussuchen. Alles in allem erfordert das 1er M Coupé aber keine extremen Umbaumaßnahmen. Es sieht nämlich ab Werk aus wie ein umgebauter BMW. Beim Thema Infotainment kann man sich auf den 1er definitiv verlassen. Navi, Bluetooth, AUX und USB-Schnittstellen waren schon damals Stand der Dinge. Das überarbeitete iDrive-System tut dabei sein Übriges. Auch heute noch lässt der 1er nichts wirklich vermissen. Unser Tipp für das 1er M Coupé. Wer interessiert ist, sollte sich unbedingt beeilen. Die Fahrzeuge werden immer teurer und aufgrund der kurzen Bauzeit und der geringen Stückzahlen wird der 1er bald kaum mehr bezahlbar sein. Man sollte jedoch auf ein gepflegtes Modell achten. Hobby-Rennfahrer-Verkäufer sollte man absolut meiden und auch die Historie sowie alle Rechnungen sollten vorhanden sein. Wer sich nicht sicher ist, sollte jemanden dabei haben, der Ahnung hat oder gleich zu einem TÜV oder DEKRA-Stützpunkt fahren und einen Gebrauchtwagen-Check durchführen lassen. Die Preise für ein gutes 1er M Coupé liegen zwischen 39.000 und 99.000 Euro. Aber hier nochmal alle Daten im Überblick. Übrigens noch eine kurze Info für euch. Seit kurzem ist unsere neue Webseite online. Zusammen mit unseren Partnern werden wir euch geniale Angebote zu Ersatz- und Tuning-Teilen sowie speziellen Felgen und Reifen machen. Also schaut auf bavmo.net vorbei und besucht uns regelmäßig, denn weg ist weg. In Kürze starten die ersten Aktionen. Freut euch drauf! So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wenn ihr den zweiten Teil unserer Serie nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Über einen Daumen hoch und Feedback in den Kommentaren freuen wir uns. Vergesst doch nicht, unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website zu besuchen. Habt ihr das letzte Video verpasst oder unsere Playlist noch nicht gesehen, dann klickt auf das linke oder rechte Bild. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.